Nein, ich soll's doch herausfinden, schon vergessen. Kommt so unerwartet, jedes Mal. Hallo. Unser bärtiger Vater. Der ist so bärtig. Ist ja gut. Also nicht bärtig. Figure it out. Versuchen wir. Die Milch. Aber das ist wieder eine Sackgasse, also müssen wir hier lang. Navi. Ja, verdammt. Hallo. Der will auch, dass wir schön nah rangehen. Jetzt kommt schon die grüne Smogwolke. Ja, Mensch, wir versuchen's. Und immer tiefer weiter hin. Immer weiter hinein. Immer weiter ins Trauma hinein. Mach das nicht. Immer wieder der Aufprall vom Unfall. Nee, da kommt's her. Ja, hier. Hallo Vater, bärtiger Vater, was ist los? Ja. Die Wahrheit herausfinden, juhu! Oh, das sieht so krass aus. Und die Augen verfolgen uns. Das soll wahrscheinlich unsere Mutter darstellen, wie sie ganz, ganz viel rumgeschrien hat. Man hört Schüsse. Nichts. Keine Worte, gar nichts. Lügen, Wahrheit. Lüge, Wahrheit. Lüge, Wahrheit. Sackgasse, das war nicht der richtige Weg. Müssen wir erstmal den richtigen Weg wiederfinden. Nein, das war mein Stuhl, der gegarkst hat. Nicht, dass ihr denkt, ich pups hier rum, ne? Jetzt sind wir wieder. Schön. Dann laufen wir mal wieder zu unseren Bildern.
Eins fehlt uns noch. Dann haben wir die 10 voll. Deswegen schauen wir mal, wo jetzt wieder eine Tür aufgegangen ist. Ich weiß es eigentlich gar nicht mehr, weil ich glaube, hier habe ich aufgehört zu spielen. Weil ich dann gemerkt habe, die Aufnahme war ja eh futsch. Ich weiß gar nicht, ob wir da wieder reinkamen. Nope. Hä? Huch, jetzt bleibe ich schon mit meiner Brille am Popschutz hängen. Also an diesem Filter. Hä? Wo ging's denn lang? Hat sich doch gar nichts mehr geöffnet. Diese Tür? Richtig aus. Ja. Und ab durch die Mitte in den Irrengang. Jetzt wird es wieder sehr unbehaglich. Ah, Entschuldigung. Ich muss den Arm erstmal wieder ein bisschen. Ich klebe immer dadurch, dass es so warm ist, immer mit meinem Arm an. An der Ablage unten fest. Ich weiß, total interessant. Ich bin jetzt leise. Isam, öffne dich. Schön. Eine Kirche. Weil unsere Patientin die Kirche so mag. Und die haben alle hohle Köpfe. Also wir gehen mal durch die Mitte. Da weiß ich, bin ich gestorben. Oh, jetzt, ja. Jetzt auch. Jetzt auch. Also, wir probieren es nochmal. Mal sehen, wie lange es dauert. Na toll. Das wird ja eine wilde Fahrt. Also Warnung vorab, ich stelle mich wahrscheinlich jetzt die nächste Stunde wahrscheinlich ziemlich, ziemlich doof an. So unglaublich doof. Das ist so typisch ich. Also, Brille richten. Da war die große Lücke. Ey, du bewegst dich doch jetzt, wenn ich hier durchlaufe. Okay, ich merke gerade, guck mich nicht alle so an. Mal hier durch. Nein. Da scheint die große Lücke zu sein. Oder auch nicht. Vielleicht doch da hinten. Ja. Ja, auch dann wieder. Einmal durch die Mitte. Einmal hier durch. Auch wenn da was stand. Remember. Erinner dich. Schaut nicht so. Also das ist jetzt auch neu. Das kenne ich jetzt nicht. Jetzt ist wieder eine komplett authentische Aufnahme. Das ist wohl der Sarg unseres Vaters. Die Milchtüte. Ein paar Möbel vom Schlafzimmer. Können wir das Licht wieder ausmachen? Nein, können wir nicht.
ist das? Die Dusche soll das wohl symbolisieren? Okay, was können wir jetzt hier tun? Look at me. Ich krieg auch den Sarg jetzt nicht auf. Wegen. Weiß ich nicht, vielleicht muss ich hier. Wir stehen ja so demonstrativ. Muss ich hier irgendwas tun? Das sind doch geschlossene Augen hier. Kann ich auch nichts machen. Überall die Tassen. Ich kann sie bewegen. Ah, okay. Dann machen wir das doch mal. Und es dreht sich schon. Soll anscheinend wie eine Wassermühle. Oh, Entschuldigung für die Steuerung. Was eine Arbeit! Eine Tasse für Mami, eine Tasse für Papi, eine Tasse für mich, eine Tasse für unsere Patientin, eine Tasse für die Entwickler. Eine Tasse für unseren Teddybär. Eine Tasse für unsere Kuh auf der Milchtüte. Eine Tasse für Opi. Eine Tasse für Omi. Eine Tasse für die Leute, die uns immer die Rechnung bringen. Eine Tasse für. Keine Ahnung. Irgendwie sind uns jetzt die Tassen ausgegangen. Oh. Er ist ja schon da. Hallo? Aber irgendwie kann ich immer noch nichts machen. Warum nicht? Jesus. Vielleicht fehlen hier ja noch ein paar. Warte mal. Du siehst ja alles bewegen. So einfach macht uns das Spiel ja das dann doch nicht. Jetzt. Oh Mann, das wird lustig. Oh Mann. Oh Mann, zappel nicht so ab, bärtiger Vater. Uiuiui. Das ist verdammt gruselig. Was ist Vater da? Er isst was? Wie, das war's? Psst. Psst. Leise. Guckt mich nicht so an. Wow, wir haben Drogen genommen. Woohoo, alles ist so schön blau. Ich bin voll auf den Trip.
Ich weiß nur, dass mir gerade richtig warm wird. Oh, hoppala. Und ich gleich mal was trinken muss. Total den trockenen Mund. Oh, jetzt ist Nacht? Nee. Ich würde schon sagen, es ist noch keine Nacht. So, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz... Ist ja doch noch sehr warm in der Wohnung. Haben wir eine Dachgeschosswohnung. Und da sammelt sich die Wärme dann immer gerne. So, jetzt haben wir alle Bilder. Ja, dann wollen wir mal, ne? So. Ich beim Spiel mit Puppengeschirr. Es war an dem Tag so heiß. Ich erinnere mich noch, wie durstig ich war. Vater und seine Briefe. Er wollte nie mehr weiterspielen, nachdem der Postbote neue gebracht hat. Mutters Lieblingsgetränk war Traubensaft für Erwachsene. Er roch widerlich. Mutter und Vater waren nie daheim. Ich war ziemlich einsam. Mutter hat gesagt, dass er bei einem Autounfall gestorben ist. Sie war so traurig, sie hasste alle Fragen dazu. Ich beim Versuch, Milch einzugießen. Ich habe so viel verschüttet. Mutter hat Vater immer nachgewunken, wenn er zur Arbeit gefahren ist. Ich auf dem Weg nach oben. Vater hat üblicherweise da oben gearbeitet. Vielleicht können wir mit einem Puzzle spielen, wenn er nicht zu böse ist. Nichts. Was ist Vater da? Okay, wie fangen wir es an? Ich hätte jetzt gesagt, das an erster Stelle. Ja, da war die Simulation definitiv einfacher. Das stimmt auch nicht. Vielleicht das an zweiter Stelle. Das. Das. Und... Ja. Das, aber das stimmt nicht ganz. Nee. Das war's nicht. Also sie hatte eine ziemlich glückliche Kindheit. Vater und seine Briefe. Lieblingsgetränk von unserer Mutter war das. Vielleicht so. Also so einfach ist es dann doch nicht. Ich bin dafür was echt zu doof wahrscheinlich. Aber er hat sich doch nicht erschossen. Also das ist auf jeden Fall auf dem ersten. Das auf dem zweiten, weil das mit den Rechnungen hatte sie erwähnt. Das dann... Das würde ich wegmachen. Nee. Wann hatte sie das denn mit dem Traubensaft gesagt? So? So? Ist auch komplett falsch. Ich auf dem Weg nach oben. Vater hat üblicherweise da oben gearbeitet. Können wir mit einem Puzzle spielen? Wenn ich zu böse ist. Sag mal, das ist auch falsch. Gibt's doch nicht. Ich bin doch nicht zu doof dafür, Mensch. Ich beim Spielen mit Puppengeschirr. Es war an dem Tag so heiß, ich erinnere mich noch, dass ich sehr durstig war. Ja, aber das hat sie nicht erwähnt. Ja, das... Das? Das?
Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt hilft uns das Spiel gerade ein bisschen. Weil wir uns sehr dumm anstellen. Also ich, nicht ihr, ich. Was hat sie uns denn weggenommen? Echt? Das mit den Rechnungen? Nee, das war auch falsch. Das hier wird's doch nicht. Das kommt auf jeden Fall als erste an erster Stelle, weil sie hatte ja eine glückliche Kindheit, sagt sie zumindest. Was ist Vater da? Den Weg nach oben. Vater hat über dich weiß. Das stimmt doch auch. Das war ihr Lieblingsdings. Das vielleicht und das. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt probiere ich jetzt schon zum fünften Mal rum. Ich bin so doof. Mutters Lieblingsgetränk war Traubensaft für Erwachsene. Ja. Mit ihr haben wir uns aber auch nicht so gut verstanden. Deswegen... unser Vater immer. So. Ich weiß es nicht. Ich probiere jetzt wahllos rum. Ich dachte eigentlich, ich hätte genau zugehört, was unsere Patientin sagt, aber... Mutter hat Vater immer noch... immer nachgewunken, wenn er zur Arbeit gefahren. Hätte ich jetzt eigentlich... dann doch vielleicht hier hin... hier und das da... Nee, ist auch falsch. Ja, aber das ist doch... das hat doch hier nichts... Also nochmal. Ach, warte mal, wir haben etwas gesehen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Also wir hatten eine glückliche Kindheit. Ging nach oben, Vater hat irgendwas gegessen, dann das und dann das. Also, dass Mutter und Vater waren die daheim, glaube ich nicht. Mutters Lieblingsgetränk war Traubensaft für Erwachsene. Ja. Natürlich. Es war doch aber, nachdem sie uns das dann erklärt hat mit dem Autounfall. Stimmt auch nicht. Oh, Gottes Willen, Leute. Das ist ein Kampf. Und dabei ist es so einfach wahrscheinlich. Und ihr denkt euch, oh, die Blöde, ich hab das nicht. Ja, ich weiß. Ich bin echt zu blöd gerade. Oh. Das kann doch nicht so schwer sein.
Ich bin doch nicht so doof. Aber das kann ja nicht mit dem Autounfall davor sein. Das ist doch voll unlogisch. Ja, mit dass sie nie da waren, stimmt ja nicht. Auch falsch, das gibt's doch gar nicht. Wisst ihr, das Spiel hilft mir jetzt schon und ich bin trotzdem noch zu doof. Also, ich beim Spiel mit Puppengeschirr. Es war an dem Tag so heiß, ich erinnere mich noch, wie durstig ich war. Das? 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 Also Moment, wir gehen dann vielleicht rein, um uns ein Glas Milch zu holen. Dann haben wir unsere Mutter gesehen mit dem Traubensaft. Dann sind wir hoch zu unserem Vater und der, weiß ich nicht. Hat sich aber ja eigentlich erschossen und nichts gegessen. Wahrscheinlich. Was ist Papi da? Der steckt sich, glaube ich, die Pistole in den Mund. Ja, ich komme dem so langsam auf die Schliche, aber passt immer noch nicht so. Was ist jetzt weg? Glückliche Kindheit. Ah, wow, unglaublich. I was playing tea party out in my yard one day, and I got thirsty, so I went inside to pour myself a glass of milk. It slipped from my hands and spilled everywhere. I went to tell my mom, but she was taking a shower. So I went to tell my father. He was upstairs in his bedroom, and when I opened the door, he had a gun in his mouth. He looked at me and then he shot himself. He shot himself. It was so terrible. I couldn't remember what happened. So my mom, she must have made up the story of the car accident to protect me from ever remembering. But I guess I always knew that was a lie. I always knew.